zu einem neuen Video bei Einfach und Schnell Kochen. Heute machen wir Zitronenkuchen. Dafür benötigen wir Mehl, Zucker, Puderzucker, Backpulver, Eier, Vanillearoma, Vanillezucker, Zitronen und Butter. Für den Teig verrühren wir zunächst die Eier mit Vanillezucker und dem normalen Zucker. Außerdem geben wir schon das Zitronenaroma hinzu. Dann geben wir etwas Zitronenschale hinzu. Achtet darauf, dass die Zitrone unbehandelt ist und man die Schale auch wirklich verwenden kann. Außerdem fügen wir die Butter dazu und rühren das Ganze zu einer cremigen Masse. You're sticky like a hippie in the summer. You're like syrup in the slushy tray. Zum Schluss geben wir Mehl und Backpulver. Diese beiden Zutaten habe ich vorher schon miteinander vermengt, zu dem restlichen Teig hinzu. Dann kann die Küchenmaschine so lange arbeiten, bis der Teig sehr schön cremig geworden ist. Der Teig wird dann auf einem Backblech verteilt. Dieses habe ich zuvor mit etwas Butter eingerieben. Der Teig kommt dann bei 150 Grad Umluft für 20 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Die Wartezeit können wir dazu nutzen, um aus Puderzucker und Zitronensaft einen Guss anzurühren, der über den noch warmen Kuchen gegeben wird. Dieser Guss muss dann nur noch trocknen und dann ist der Kuchen auch fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken, Bon Appetit und bis bald. Tschüss!